Hallo Leute, in diesem Video geht es um ein neugeborenes Fohlen, das unglaublich selten ist. Wenn du mehr solcher Videos sehen willst, dann abonniere jetzt unseren Kanal und aktiviere die Benachrichtigungsglocke, um kein Video mehr zu verpassen. Los geht's! Jackie und Scott Nelson leben in Melbourne in Florida. Dort betreiben sie eine Familienranch, die sich Down Under Color nennt und auf der sie wundervolle australische und amerikanische Paintpferde züchten. Das Besondere an diesen Pferden ist, dass sie ein unverwechselbar gemustertes Fell aufweisen und in den Farben Schwarz und Weiß gescheckt sind. Es ist die meistverbreitete Pferderasse in Nordamerika. Familie Nelson sind Experten, wenn es um Pferde geht. Sie züchten und sorgen sich nicht nur um die Tiere, sondern trainieren diese auch, sodass sie in Shows auftreten können. Es ist für das Ehepaar nicht nur ein Beruf. Sie stecken jede Menge Mühe und Liebe in ihre Tiere. Besonders bezahlt machte sich ihre Arbeit, als eine ihrer Stuten ein Fohlen auf die Welt brachte. Die Mutter hörte auf den Namen Poker. Und der Vater des Kleinen hieß Ski. Wer weiß, ob sich die Nelsons, als sie erfuhren, dass Poker ein Kind erwartete, darüber Gedanken machte, wie es aussehen würde. Doch was auch immer sie sich erhofft oder erdacht hatten, das kleine Fohlen übertraf alle Erwartungen. Schwangerschaften bei Pferden dauern etwas länger als bei Menschen. 11 Monate braucht es, bis das Baby auf die Welt kommt. Wie bei Menschen gebärt eine Stute für gewöhnlich nur ein Fohlen pro Schwangerschaft. Häufig werden Fohlen im Sommer gezeugt und kommen im Frühjahr oder frühen Sommer zur Welt. Doch es zeigte sich schon beim Geburtstermin, dass Pokers Baby kein gewöhnliches Pferd werden sollte. Daher machten sich die Nelsons im Februar bereit, ihr neuestes Familienmitglied willkommen zu heißen. Wie alle guten Pferdezüchter sorgten sie dafür, dass Poker genügend Platz zum Umherlaufen hatte. Außerdem gaben sie ihrer Stute viel Futter, damit sie genügend Energie bekam. Pünktlich Anfang Februar kam das kleine Fohlen zur Welt. Es war ein wunderschönes kleines Mädchen. Doch es gab etwas an dem kleinen Fohlen, das alles andere als gewöhnlich war. Es war Tuvero koloriert. Dies bedeutet, dass das kleine Fohlen beinahe komplett weiß war und lediglich ein paar dunkle Abzeichnungen im Gesicht hatte. Es war ein sogenanntes Medicine Head. Diese Pferde haben ein weißes Fell und weisen dunkle Stellen am Gesicht und an den Ohren auf. Diese ganz besondere Erscheinung ist ein Mythos für sich. Amerikanische Ureinwohner glaubten, dass Pferde mit dieser besonderen Erscheinung magisch seien. Manche glaubten sogar, dass diese Tiere ihre Krieger während ihren Kämpfen schützen konnten. Außerdem glaubten sie, dass Medicine Head Pferde die Fähigkeit besaßen, ihre Reiter vor Gefahren zu warnen. Es war daher nicht unüblich, dass Stämme diese besonderen Tiere von anderen stahlen. Sie glaubten, dass die Pferde ihren Kommunen Glück brachten. Diese Spezies war also schon immer sehr umworben. Und jeder, der ein solches Pferd besaß, konnte sich glücklich schätzen. Heutzutage sind diese besonderen Tiere extrem selten. Und auch wenn ihre magischen Fähigkeiten auf alle Fälle in Frage gestellt werden könnten, lässt sich nicht leugnen, wie wunderschön sie sind. Coconut, wie ihre Besitzer das kleine Fohlen nannten, war da keine Ausnahme. Das Video, das nur 2 Tage nach der Geburt des kleinen Tierchens aufgenommen wurde, zeigt sie draußen beim Versuch, ihre ersten Schritte zu machen. Als es dort noch ein wenig herumtaumelte, kam der Rest der Herde zu ihm hinüber. Sie sahen das kleine Fohlen zum ersten Mal und wollten es willkommen heißen. Und es wirkte beinahe so, als seien sogar seine Artgenossen von seiner Schönheit verzaubert. Auch online gelangte Coconut schnell zur Berühmtheit. Das Video ihrer ersten Schritte erlangte über 2,5 Millionen Aufrufe auf YouTube. Und auch die Kommentare waren von Staunen und Überwältigung geprägt. "So ein wunderschönes Baby, es wirkt irreal", schrieb ein Nutzer. Ein anderer fügte hinzu, "Je häufiger ich das Video sehe, desto wundervoller finde ich Coconut. So süß und aufmerksam und neugierig. Ich liebe dieses Baby." Später stellte Familie Nelson das Pferd für $74.000 zum Verkauf. Denn schließlich ist das der Beruf der Familie. Sie sind Pferdezüchter aus Leidenschaft. Wie stehst du zu Pferden? Bist du selbst mal geritten? Schreib's mir jetzt in die Kommentare. Wenn dir dieses Video gefallen hat, dann teile es mit deinen Freunden. Und wenn du noch mehr solcher Videos sehen willst, dann abonniere jetzt unseren Kanal. Wir sehen uns im nächsten Video.